Okay, da sind wir wieder zu Dark Souls 2 als Undyne aus Undertale. Wir haben beim letzten Mal The Duke's Tear Freya getötet und jetzt wird es Zeit, dass wir... Mann, diese Spinnen sind nervig. Die sind natürlich auch direkt hier am Anfang. Kannst du bitte sterben? So. Also, wir wollen nach Majula, weil ich habe entschieden, wir machen mit der Grube weiter und machen dann Harvest Valley und praktisch den ganzen Pfad zum Schluss, weil ich da auch eine kleine Challenge für Undyne vorhabe und deshalb möchte ich halt noch ein bisschen stärker sein. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Lagerfeuerkürbisse finden, weil die zwei, die wir haben, werden wir tatsächlich für zwei Bosse brauchen, die in NG Plus halt bessere Versionen von Ringen droppen, die wir haben. Mal kurz gucken, können wir leveln? Ja, können wir. Ich möchte die drei auf jeden Fall noch ein bisschen hochleveln und Adaptability möchte ich eigentlich auch noch erhöhen. Warte, wir haben Fallkontrolle haben wir jetzt, oder? Das heißt, wir können ganz gechillt darunter. Cast Light. Fall Control. Fall Control. Fall Control. Mann, ich sollte vielleicht erstmal sprechen, bevor ich versuche zu singen. Und dann hier rüber. Oh, der Zauber ist geil. So, und dann gehen wir wieder auf Roaming Stone, das können wir nicht verwenden. Okay, irgendwer ist hier am Lachen, aber ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, was hier los war. Ging es nicht in erster Linie um Ratten? Reparaturpulver, das wird noch nützlich. Und woran wir auch noch gleich denken müssen, ist, dass wir die Bright Bugs kaufen, weil wir haben ja jetzt wieder eine große Seele. Das heißt, das hat sich auch wieder aufgefüllt. Ein Zauber, aber ich glaube, das ist eine Pyromancy, also das bringt uns noch nicht so viel. Na, den Typ kann man, glaube ich, farmen.
Und besiegt. Kannst du bitte sterben? So, ich weiß leider nicht, wogegen die Ratten so resistent sind. Wir können ja mal den Zauberspeer ausprobieren. Okay, wir brauchen auf jeden Fall zwei Treffer. So, eine von den Ratten hat einen Afro. Afro? Oder wie hat... Was? Wie hieß die Frisur nochmal? Irokese. Ich glaube, Irokesenschnitt war das. So rum. Ja, da ist es, das ist sie. Verrecke. Und tschüss. Easy Boss, easy life. Ja, ich habe gerade den... Ich habe auch das große Vieh erledigt. Du kannst mal schön dicht halten. Bleedstone, das brauchen wir noch nicht. Da unten gibt es auf jeden Fall ein Upgrade für unsere Estus-Geschichte da. Okay, das war verkackt. Great Heal. Ja gut, das... bringt uns eher nichts.
Ah, okay, ich glaube, das ist der andere Weg in The Gutter. Ich glaube, da hätten wir auch direkt hingekommen. Also ich meine eigentlich, dass Grave of Saints ein optionales Gebiet ist. Sublime Bone Dust, genau, ein bisschen Calcium. Es gibt mehrere Wege runter. Human Effigy, da sage ich nicht nein zu. Wir könnten ja auch theoretisch schon in die Dark Lurker Dungeons, aber die soll man, glaube ich, etwas später erst machen. Vielleicht machen wir die heute zum Schluss, wenn wir alle drei betreten können. Ich weiß noch nicht, ob uns das was bringt, außer dass wir dann halt gegen den Dark Lurker kämpfen können, aber wäre vielleicht ganz nice. Ich denke mal, bis Drangleic Castle schaffen wir es heute. Weil dieser Pfad hier ist nicht mega lang. So, es gibt hier viele dumme Wege zu sterben. Daher einmal noch Majula, einmal bitte die Seelen abladen. Wie viel willst du haben für die Bright Bugs? 18.000. Oh, wow. Ah, das reicht gerade so. Ich weiß nicht, ob ich die Dinge überhaupt je verwenden werde, aber irgendwann bestimmt. Wahrscheinlich gegen die DLC-Boss, so. Also wenn ich irgendwo den Bradbug-Glitch missbrauche, dann da. So, wir wollen eine Fackel. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich an Dark Souls 2 mag, dass sie mit den Fackeln so gearbeitet haben. Okay, da geht's runter.
So, du gibst mir eine Fackel, oder? Nein? So, ich will den kurzen Weg bitte, weil ich finde, das hier ist auch nicht gerade ein Ort, wo man sich verirren möchte. Dark Pyromancy Flame. Oh. Danke! Danke, Dark Souls! Immer sehr freundlich. Stimmt, da ging es ja auch lang. Aber wir gehen erstmal den Weg. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will den kürzesten Weg gehen, aber ich möchte trotzdem erstmal gucken, was hier ist. Ja, wahrscheinlich werde ich ja noch ein paar Mal durch... Ich konnte dich doch gerade was aufheben. Werde ich ja noch ein paar Mal in meinem Leben hier durch müssen. Okay, das ist hier genauso. Okay, das führt einmal im Kreis. So ziemlich. Dragon Branch of YOLO. Verschwinden? Ja, die Items fallen da durch. Ja, sehr nett. Danke, Dark Souls.
Ging an, aber auch Preußi blöd, ne? Schwarze Feuerbombe. Gab es hier nicht irgendwo eine Seilbahn? So, dich machen wir mal hell. Hallo? Und tschüss. Ja, bitte droppt ein paar Fackeln. Ach stimmt, das ist so ein Dude. So, das große Vieh ist, glaube ich, gar nicht mal feindselig. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Sinn macht, das zu töten. Ich wollte schon sagen, hier war doch irgendwie. Genau, hier war doch ein Lagerfeuer. Hello.
Aber hier, genau, hier ging es irgendwie an 10 verschiedenen Orten runter. Und ich weiß beim besten Willen nicht, welche davon wir nehmen müssen. So, wir gehen eine Plattform runter, machen die auch hell. Ja. Irgendwo ist ein Gegner. Sollen wir den Sprung wagen? Okay. Das war zu weit. Aber wir haben ja das Lagerfeuer direkt da. Von daher YOLO. Jetzt besser keinen Anlauf genommen. Ja, das habe ich mir halt vorher... Ich war mir nicht sicher, ob ich mit einer einfachen Rolle rüberkomme. Und damit hi, willkommen zum Stream. So, aber... Warte, Light Torch. Und jetzt. Warte. Dich töten wir. Ja, eine einfache Rolle ist aber auch nicht genug. So, wir entzünden die Fackel. Das führt uns nicht weiter runter. Aber da drüben ist noch eine Leiter. Das ist fieses Design. Zu lang für eine Rolle, etwas zu sein, anlaufen. Man könnte ja fast meinen, versuchen absichtlich den Spieler zu töten. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Also, sowas Abwegiges. Also ich wette, bei FromSoft arbeitet kein einziger Sadist. Ja, okay, auch an der Leiter zu kämpfen ist immer kacke. Okay, okay, also dafür, dass die alle komplett halb verrottet sind, hauen die ganz schön rein, wenn sie mal treffen. Nein, hör doch mal auf, ich will doch den, ich will das aufheben.
Life Gems, sehr nice. Da brennen wir uns praktisch gerade durch. Great Club. So, und da ist auch schon die, schon das Ziel. Fragrant Branch of YOLO. Den brauchen wir am Ende noch. Aufheben, hochklettern ist doch praktisch das gleiche. Ja, stimmt. Ich stelle mich auch manchmal einfach an. Aber ich glaube, der Ort wird auch nice mit dem Asgore Run, wenn der irgendwann kommt. So, Majula. Einmal Life Gems kaufen, wo wir gerade Seelen haben. Ich hoffe ja, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran, dass wir heute noch die Fähigkeit kriegen, Lagerfeuerkürbisse unbegrenzt zu farmen, weil dann kann ich offscreen auch ein bisschen bei The Rotten Seelen farmen. So, bei der Gelegenheit möchte ich aber auch hier den DLC-Schlüssel holen, sobald wir können. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur meine Fackel entzünden. Aua, 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 lass mich aufstehen. Die Dinger kann man auch gut farmen. Ich glaube, die geben Titanit. Ich finde es cool, dass man hier durchrollen kann mit der Fackel und das halt auch wirklich zählt. Generell, die Fackel haben sie ja, glaube ich, für Dark Souls 3 nicht zurückgebracht. Das ist halt eigentlich total schade. Great Magic Weapon. Neat. Ich weiß nicht, ob ich es schon verwenden kann. Aber wenn ja, dann neat. Vergiftet, das ist nicht gut. Was habe ich denn jetzt vergiftet? Okay, du interessierst dich nicht für mich.
So ein bisschen Gift härtet doch ab. Ja, natürlich. Würde ich doch meinen. Vor allem Undyne. Also Undyne würde wahrscheinlich das Gift auch noch extra trinken. Okay, da geht's runter. Sind wir schon am Ziel? Als ob. Ja, hier ist das geheime Lagerfeuer. Kannst du mich bitte durchlassen? Danke. Boom. Harrow's Lockstone. So, The Rotten ist, soviel ich weiß, schwach gegen Blitzschaden. Das heißt, unser Drachentöter-Speer sollte eigentlich gut reinhauen. Fallkontrolle brauchen wir gleich bestimmt. Weil kann man hier nicht Lukatier beschwören? Bin ich jetzt blöd? Ich meine, The Rotten ist nicht schwer. Sage ich wahrscheinlich jetzt und verrecke gleich trotzdem. Weil seine Angriffsmuster eigentlich relativ easy sind. Au. Was mir, glaube ich, noch nie gelungen ist, ist, ihm den Arm abzutrennen.
Okay, das... Ich hab's... Bin's eigentlich gewohnt, dass das noch eine Explosion macht. Ja, da muss man wegrennen, aber... Den Tell habe ich verpasst. Und geschafft. So, irgendwo ging sie doch rein, da. So, ich glaube, jetzt kosten so 24.000. Ja. Wo kriegen wir denn mal 10.000 Seelen her? Jo, ich wollte schon sagen, die sind doch 10.000 wert. So, und da holen wir auch mal direkt den DLC-Schlüssel. Ja, schon wieder so ein Invader. Hier stimmt, sind jetzt zwar zwei hier. Na komm. Okay, das ist super ineffektiv. Und tschüss. So, es gab zwei Stellen, wo man hier runter konnte. Eine gab... Bei einer gab es das Ding vom Dark Lurker und beim anderen waren die beiden Riesen. Boah, ist das laut gerade.
Ja, es gibt zwei Orte, wo wir runter können. Einer ist hier. Ich weiß nur nicht mehr, welcher welcher ist. Und die möglichen Kamerawinkel machen es auch nicht einfacher. Sehe ich das richtig oder nicht? So, da geht's aber auf jeden Fall runter. Ach, was stimmt, man kam hier nicht einfach so hin. Da musste erst noch irgendwas anderes machen. Stimmt. Wie ging denn das nochmal? Das ist jetzt aber gerade nicht so gewollt, Dark Souls 2. Forgotten Key. Aber wie
Ah, okay. Verstehe. Ich glaube, dass wir waren gerade bei, nicht bei dem für die Riesen. Ich würde schon sagen, weil sonst bräuchten wir den Schlüssel, um den anderen Schlüssel zu holen. Das wäre ein bisschen komisch. Da können wir danach hin, aber wir müssen zuerst zu dem anderen Ding. Erstmal eine Fackel holen. Nein. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt schon wieder so ein Dude. Ja, klar. Gankt mich doch einfach hier alle. Komm schon, lass mich das Lagerfeuer benutzen. Titanite Chunk, das können wir später auf jeden Fall noch brauchen. Ich denke, wir könnten den Speer auch schon auf plus 10 bringen. So, aber wo ist denn jetzt die eine Höhle? Hier. Boah, das ist so knapp hier. Still on the road, are you? Sorry to have burdened you, sir. This is for you. Na okay, wir haben hier noch nicht mit ihr geredet, deswegen hat sie uns vorher nicht geholfen. Taken by the... If
only someone, my brother must have. Soon I may forget you. If only someone, my brother, soon. So, einmal kurz einen Schluck trinken. Das ist auch nicht die Höhle, die wir gesucht haben. Gottverdammt Spiel, was soll das? Ja klar, lass mich nicht aufstehen. Komm schon. Danke, Dark Souls. Das ist das, wo ich vorhin runter bin, oder? Ja. Da ist die Tür. Da unten liegt eine Leiche. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll, dass wir da hin können. Das sieht richtig aus. So viel zum Thema der letzte Riese, ja?
Ja, der Kampf hier ist nervig. Wenn es nur einer wäre, okay, aber zwei ist uncool. Hier wären die Giftwurfmesser sehr geil. Warte, vielleicht habe ich sogar ein paar davon. Ja, nicht genug. Reparaturpulver habe ich ja auch. Das können wir mal dahin packen. Der letzte Riese beherrscht ganz offensichtlich Zellteilung. Ja. Okay, im Nahkampf macht das auch einfach kaum einen Unterschied. Das hier ist so ein Kampf, wenn man, wo man wirklich froh ist, wenn man eine Fernkampfmöglichkeit hat. Die uns hier nur leider fehlt. Jetzt habe ich mein Licht ausgemacht. Alter, was hat der für eine Reichweite, bitte? Der braucht schon Licht, wenn man eine weiße Zielmarkierung hat. Ja, da sagst du was Wahres. Nummer 1. Als wenn hier unten wenigstens irgendwo auch was für Fackeln wäre, ne? So ein einzelner Riese. Ja, stimmt, das wäre viel zu leicht, wenn man etwas sehen könnte hier unten. Gegen so einen Gegner blind zu kämpfen, ist ja viel besser. Er hat aber auch Winkel hier, das ist... Stimmt, apropos Todesstatistik, dadurch, dass wir im Moment im Offline-Modus sind, auch gezwungenermaßen ein Stück weit,
Hat das Monument in Majula, so viel ich weiß, auch nur unsere Tode. Das heißt, wir können am Ende theoretisch gucken, wie oft wir gestorben sind. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Petrified Dragonbone, das ist sehr geil. Damit können wir unseren Speer upgraden. Also unseren neuen Drachentöter-Speer. Okay, wenn wir hier kämpfen, dann geht das Ding kaputt. Divine Blessing, na, ja, super. So, wir gehen einmal hier hin. Dann nach Majula. Wir holen uns wieder Life Gems, bevor wir unsere Seelen verlieren. So, die Tür zu dem einen Dude ist, können wir jetzt öffnen, aber mir ist eigentlich der DLC-Schlüssel wichtiger und der ist hier. Oder da brauchen wir dazu Gildige? Nee, oder? Na gut, das Problem ist, mit dem Zauber überleben wir auch nur Stürze, die wir auch sonst überleben könnten. Der Zauber ist gut. Wie gesagt, ich glaube 16 Meter dürfen wir fallen maximal. Oder 15,99. Und das können wir halt ohne Schaden zu nehmen. Nur sobald es 1 Zentimeter mehr ist, nehmen wir halt tödlichen Schaden. So, hier müssen wir ein bisschen clever sein. Hier müssen wir den... Ja. Müssen wir warten, bis wir die Leitern haben? Weil theoretisch brauchen wir die eigentlich für nichts anderes mehr. Die Leitern sind eigentlich nur sinnvoll, wenn man zuerst Harvest Valley aufsucht. Der Zauber könnte auch Fallschaden darüber hinaus abschwächen. Ja, aber ich glaube... Also es wäre cool, aber ich glaube, damit könnte man richtig hart Sequence breaken.
Ring of Evil Eye. Homeward Bone. Bisschen clever. Okay, aber hier wollten wir nicht hin. So, aber vielleicht können wir bei der Gelegenheit mal rausfinden, was das hier war. Oder auch nicht. Okay, nichts Tolles. Aber ich habe jetzt auch keine Einkerbung gesehen in der Grube. Bin ich jetzt total bescheuert? Ja, mit den Leitern konnte man da irgendwie noch rauf und runter, aber irgendwo hier war doch, ging es doch rein. Sehe ich aber nicht. Ich meine, noch brauchen wir den DLC-Schlüssel nicht. Also, wir haben zumindest schon mal einen Schritt in die Richtung gemacht. So, kann Lenigrast auch unseren Drachentöter-Speer upgraden? Ich meine, ja, ne? Ich glaube, das hat er sogar schon getan. Okay, den Stab upgraden brachte hier aber, glaube ich, auch nur was, wenn man das Ding als Hiebwaffe verwenden wollte. Ja, wir können es auf plus 3 bringen. Und den normalen Speer auf plus 9 und dann plus 10, weil wir haben den Dings. So, und dann dich. So, und... Wir haben einfach schon 3 von den Slabs, das ist auch krass. So, dann... Ja, hier. Zeit für die nächste Seele. Und tschüss.
Was muss das eigentlich für ein Leben als NPC sein, wenn du die ganze Zeit in so einer Scheißecke stehst und darauf wartest, dass der Spieler um die Ecke kommt? Wenn du Pech hast, kommt er einfach nie. Moment, da ist was. Hi, Dominik, es war Pablo. Willkommen zum Stream. Okay, großer Dude mit großen Sicheln. Und hoher Resistenz gegen Stagger. Holy shit. Vergiftet? Nein, oder? Wäre ja auch komisch, wenn die Spielwelt Gegner und Spieler gleichermaßen beeinflussen würde. Zwar ist es zu spät, aber besser spät als nie. Also ich habe gelernt, dass ein Zauberer nie zu spät oder zu früh kommt. Er kommt immer genau dann, wenn er notwendig ist. Soulspear. Müssen gleich mal die Zauber austauschen. Ein Mann von Kultur, natürlich. Sublime Bone Dust. Stimmt, das müssen wir auch noch verbrennen. Ich will berühren, dass der Stream vorbei ist. Solange er läuft, findet uns die genug Gelegenheiten, um sein Ende zu finden. Mann, ist ja auch Dark Souls. Wäre komisch, wenn nicht. Okay. Alles klar. Hallo Brücke.
So, hier war doch auch ein Lagerfeuer, oder? Und den Schlüssel bekamen wir aber erst... Ich glaube, in der Richtung hier. So, sie droppt den Schlüssel, oder beziehungsweise das hier ist der Schlüssel, ne? Ja, an der Lockaway Key. Okay, das hat reingehauen. War zäher. Ja, zäher war er, das stimmt. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was für Ausrüstung die haben. So, einmal zwei Dinger zu verbrennen, dass unser Estus stärker ist. Ich habe wahrscheinlich auch wieder ein paar Estus-Scherben liegen lassen. Weil ich mich einfach so auf die Dinger verlasse. Auf die Life-Gems. Great Magic Weapon braucht 18 Intelligenz. Soul Spear braucht einfach 40. Ja, wir sind weit davon entfernt, das verwenden zu können. Aber 18 Int fehlt uns nur ein Level. Heißt, ja, wenn wir etwas haben, was Magieschaden haben will, dann sind wir versorgt. So ein magischer Speer braucht halt ein bisschen mehr Intelligenz, das stimmt. Der soll ja auch Schaden machen. Moment, ich hole eine Fackel. Da kann ich keine Fackel entzünden, aber dann halt hier.
ich jetzt blöd? War der Mechanismus von dem Licht nicht damit verbunden gewesen? Was hast du? Genau, die ganzen Skelette droppen Human Effigies, was schon mal gut ist. Dann geht's hier rein. Hier über die Brücke. Was war hier in der Richtung? Muss lange Waffen halt warten können. Bin ich jetzt total dämlich? Wo kommt denn der Pfad auf einmal hin? Habe ich den vorher nicht gesehen? Ja, Tatsache, ich war so abgelenkt. Okay, dann doch erstmal Skeleton Lords. Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, wie der Weg hier aufgebaut ist. Ja. Hier. Ja, hier sind die Skelettlords. Und hier können wir, glaube ich, die Abkürzung freischalten. Estus Flask Shard, das ist nice. Titanite Chunk. So, Skelett Bros.
muss schon treffen. Ja, das ist mir schon klar. Aber bei den Skeletten trifft man halt auch schon mal schnell zwischen die Rippen. So, das war ja weitgehend ohne Probleme. Willkommen, Harvest Belly. Leider nicht so schön wie Stardew Valley. Are you a traveler? I'm Cloanne, a Norstone trader. I travel about collecting rare. I never planned to visit this God's forsaken, but I don't know. I just sort of ended up here. I must have, but now that I'm here. I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Oh, I've extras if you can pay. Hat sie nicht auch einen Lagerfeuerkürbis? Ja, hat sie. Soul Appease, ja, das wäre praktisch für. Damit kann man gut bei Straight Celle die Hollows farmen. I came here in search of the place is nothing like I was told. All this port don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same. Morbus wird das hier gefallen, vielleicht, ja. Zumindest lebt hier nicht viel. So, das heißt, sie kommt nach Majula. Lagerfeuerkürbis heißt auch, wir können The Rotten nochmal dann gleich farmen. Aber das möchte ich erst machen, wenn wir auch den Silberring haben, den plus 2er. Und den kriegen wir noch. Aber ich dachte, du. Ja, aber ich. Aber du verkaufst sie mir nicht. Ja, du hast es auch nicht geschnallt, ne? Einfach weg, während sie noch redet. Ja, sie hat sich auch wiederholt. These stones, Miss.
Ja. Aber du vertickst ja auch keine Steine an mich. Hier sind nur... Also, ich... Aber ich würde ja den Speer gerne magisch machen. Ja, kein Grund, gleich so unhöflich zu werden. Poison Resist könnte uns... Wann ist das Poison Bonus? So, ich möchte aber noch nicht in Harvest Valley rein. So, weil ich möchte erst den Executioner's Chariot legen und dann nochmal legen mit einem Bonfire-Kürbis. Aber ich glaube, er war in der anderen Richtung, ne? Genau hier lang. Mann, hier sind so viele Brücken. ...900 Seelen für so einen Dude. Der Chat steht geschlossen gegen den Streamer, wie es sein muss. Bitte? Okay, die hauen rein. Und sie haben Poise. Wie eine kleine Familie. Wie dysfunktional reden wir hier? Oh, jetzt kommt hier gerade eine frische Brise durchs Fenster, das ist schön. So dysfunktional wie der Plot gerade verlangt. Das ist eine gute Antwort.
Danke, Dark Souls. Naja, wenigstens fahren wir noch ein paar Seelen unterwegs. Okay, das war ja sehr sinnvoll. Okay, das nimmt gerade überhand. Jetzt sind es schon zwei von ihnen. Was ist jetzt deine Ausrede, dass du im Leben gestochen hast, dass ich ausgewichen bin? So, jetzt gucken, wo die Lücken sind. Die Peitschen sind mega, das stimmt. Außerdem, wer hat gesagt, dass ich jedes Mal treffen muss? Hier, Backstab. Kann man die Skellies wieder zusammensetzen, ja.
Uff. So, das reduziert ihre Zahlen hoffentlich ein bisschen. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Musik ist auch gut. Ja gut, wenn er seine eigenen Summoner tötet, dann ist das mit dem Verschleiß ein bisschen was anderes. Aber wie macht man denn hier jetzt zu? Hier konnte man noch irgendwo einen Hebel ziehen. Das Tor da, das konnte man schließen. Etwas mit mehr Hirnbefruchtung wie Zombies, bitte was? Aber man konnte doch hier irgendwo das zumachen. Dann ist er gecrashed und man konnte gegen ihn kämpfen. Wir waren doch jetzt schon auf beiden Seiten. Ich meine, hier sind zumindest keine Lakaien mehr. Hier. Au. Au. Und... tot.
So, 22.000 Seelen. Das war der Eingang, wir müssen einmal rum. Hätte nicht gedacht, dass man gegen das Pferd kämpft. Stimmt, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man gegen den Fahrer kämpft oder gegen beide. Aber der Fahrer ist bei dem Crash wohl schon hops gegangen. Mal kurz gucken, gab es hier auch? Ne, es gab nur den einen Hebel. So, ich will auch gleich wissen, ob der, als ob wir die Seele für irgendwas brauchen. 37 Tote hatten wir bis jetzt, das ist gar nicht mal so viel. Bear seek seek lest. So. Vitalität. Ja. Machen wir das so. Also im Moment gehe ich auf die vier Stats hier. Also Leben, Ausdauer, Vitalität, Anpassungsfähigkeit. Ich gucke halt immer, was da am niedrigsten ist im Moment. Attunement könnte man aber auch mal wieder hochbringen. Ja, komm, wir gehen auf Attunement für den dritten Slot. So, was ich jetzt aber wissen will. Executioner's Chariot. Wir müssen Undead Purgatory, müssen wir den Kürbis einsetzen. Ja, was hat er für Resistenzen? Okay, er ist relativ schwach gegen Lightning. Die Waffenauswahl ist sozusagen schon perfekt. Wir haben unseren Drachentöter-Speer, das war eigentlich das, was ich haben wollte. Executioner's Chariot Soul haben wir. Genau, ich wollte wissen, was wir damit machen können. Shield, Crossbow oder Chariot Lance. Okay, also die können wir auch bedenkenlos dann für Seelen eintauschen. Undead Purgatory, hier müssen wir die Kürbis einsetzen? Okay. Können wir denn von hier aus auch den Kampf beginnen oder müssen wir dann von der anderen Seite kommen? Ja, wir müssen von der anderen Seite kommen.
Was wir noch machen können, ist, wenn wir mehr Petrified Dragon Bones hätten, dass wir unseren Speer auf plus 5 kriegen. Ah, stimmt, der Bereich, oder? Ja, ich glaube, der Bereich hier ist auch NG Plus jetzt. So, ich hoffe, wir kriegen überhaupt noch hin in NG+. Haut ab. Okay, der Bereich. Die sind aber noch nicht aufgerüstet. Also ich glaube, der Weg zu Carriot könnte jetzt schon deutlich schwerer sein. Bin mal gespannt, ob wir den jetzt überhaupt schon schaffen. Oder ob es nicht bei The Rotten erstmal noch besser investiert gewesen wäre. Also Rotten wird halt nicht wirklich schwieriger. Man darf halt nur weniger Fehler machen. Und ihn habe ich halt bis zum Himmel und zurückgefarmt. Okay, wenigstens haut der Backstep noch halbwegs rein. Okay, das nimmt jetzt definitiv überhand. Aber es sind auch nur manche, die geboostet sind dadurch. Nicht alle. Weil der hatte wieder nur die normalen Stats.
Und hat auch nur die normalen Seelen gegeben. So, Zombies, kommt bitte. Aber ich bedenke, dass ich vielleicht mal einen kompletten Run in NG Plus machen möchte, aber von Anfang an. Ich meine, du kriegst halt dann auch von Anfang an die zusätzlichen Seelen und kannst schneller leveln. Ich frag mich halt bei Dark Souls 1 schon, wie sich das aufs Pacing auswirkt. Komm, dreh dich um. Fuck you. Einfach ein Zwei-Hit. Aber ich will den Ring haben. Das Großschwert haut rein. Na gut, das würde ich auch erwarten, dass es reinhaut. Da weiß ich nicht, ob ich das andere auch auf NG Plus dann direkt danach im Anschluss machen will. Nicht so sehr, wenn man es nur mit einer Hand führt. Also du kannst ja auch Builds machen, wo du zwei Großschwerter führst. Mit Dual-Wielding. Und es kann funktionieren. Okay, mich tötet hier aber auch eigentlich alles inzwischen mit zwei Treffern. Und das ist definitiv zu viel. Holy shit. Das sind einfach vier. Wie wär's mit nein? Und sie verfolgen mich auch noch richtig hartnäckig. Oh, sicher, dass wir was machen wollen?
Okay, irgendwas ist gerade verreckt. Okay, ich glaube, das lassen wir, glaube ich, lieber. Weil wir absurd hohen Schaden dadurch nehmen. Ich meine, es ist gut, wir haben, dass wir schon mal den Kürbis da eingesetzt haben, weil das wollen wir später vielleicht wirklich haben, aber das ist wirklich keine gute Idee von mir gewesen. Okay, der Gifteffekt hier ist krass. So, wir müssen nur da durchlaufen. Magic Stone, sehr gut. So, und wo jetzt? Hier oben? Nee, hier waren wir doch schon, oder? Ja, was hat denn der Hebel gemacht, den ich jetzt gezogen habe? Ich glaube, wir müssen hier durch, ne? Hier durch die ganzen... durch das ganze Giftgedöns. Also ich habe noch Zweifel, dass wir es bis Drangleic Castle schaffen, aber das ist okay. Aber es ist okay, weil da kann ich mir beim nächsten Mal auch Zeit für Shrine of Amana und so nehmen.
Oh, hier liegt so viel Shit. Dragon Branch of YOLO. Aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, was... Das da muss aufgehen. Warum ist das beim ersten Mal nicht aufgegangen? Hallo Lagerfeuer. Moment, die Echsen will ich haben. Warum treffen wir die nicht? Warum haben die so komische Hitboxen? Ja, das war jetzt eher lame. Aber was sag ich, da haben die anderen zwei auch noch was Sinnvolles. Oder zumindest das eine, was nicht irgendwie in die Mine fällt. Servus Wolf, danke fürs Prime-Abo. Nee, nicht Prime-Abo, es ist ein Stufe 1-Abo sogar. Nice. Vielen Dank. Ja, an die kommen wir nicht dran. Ach du Kacke, dauert das rein mit Gift und... Okay, nee, wir haben keinen Blutungsschaden genommen, aber... Ja, hier ist jede Menge Gift.
Hua. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich richtiges Dark Souls Gameplay sehe. Also es ist schon eine geile Serie, aber man muss sich auch ein bisschen darauf halt einfuchsen. So, er marschiert einfach straight da durch. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Au! Aber sonst geht's dir gut, oder? Oh, das war jetzt aber wirklich Glück, dass das funktioniert hat. Oh, hier sind wir schon bei Covetous Demon, oder? Ja, Covetous Demon, a.k.a. Jabba the Hutt. Ich glaube, das Gefährlichste, was er macht, ist Rollen. Jetzt suchst du nur eine Weltraumprinzessin an der Eisenkette. Ja, die ihn dann für mich erwürgt, bitte. Mit der Eisenkette. Ja. Das hier ist nicht mal ein richtiger Boss. Ja, andere hätten die Weltraumprinzessin mit der Eisenkette nur als Eye-Candy haben wollen. Summon Princess Insta-Kill. So, wir brauchen Life Gems. Wir haben gerade so viele verballert. Bear Seek Seek Lest. Wer kennt es nicht? Hast du inzwischen was zu verticken? So, ich meine, theoretisch können wir unseren Speer upgraden mit Magieschaden. Aber wir machen das mal gerade. Das
2000 kostet der Spaß. Hat sogar komplett gepasst. Hä? Ich würde schon sagen, Enchanted gibt dem Ding doch Inscaling. Aber keinen magischen Schaden? Nee, das wäre Magic. Magic braucht einen Feinstone. Hä? Was ist denn jetzt der Unterschied? Moment. Okay, Enchanted gibt Physical Scaling mit Intelligenz. Und Stone Trader Crown, wann verkauft ihr Zeug? After King's Ring, also wir müssen, ich glaube heute kriegen wir das nicht mehr. Okay, das ist die Geschichte hier. Okay, keine versteckte Wand. Kriegen wir den Effekt auch irgendwie weg? Hä, das war doch... Wie kam man denn da dran? Lass mich raten, ihr trefft mich wahrscheinlich sogar dadurch. Danke, Dark Souls. Gott verdammt, Alter. Wieso kannst du nicht ein bisschen standhafter sein? Aber nein, du lässt dich ja zurückdrängen. So, diesmal gar nicht. So. Aua. War es gerade geplant, dass ich Video-Tube mit anderen unterhalten? Nee, da mache ich eigenes Voice-Over für. Weil theoretisch es durchaus möglich wäre, dass ich Sachen übernehme aus dem Stream, aber sehe ich eigentlich keinen Anlass zu.
Ja, wir können direkt weiter. So, hier könnten wir jetzt das Ding abbrennen. Aber Undyne macht das nicht. Das heißt, wir kämpfen den Boss des Gebiets mit ihrem Buff. Okay, das geht leider nicht. Undyne ist ein standhafter Klotz, wenn sie einer sein will. Ja gut, Undertale, der Undyne weicht ja auch nicht aus. Also, zumindest weichen Monster ja da in Kämpfen nie aus, außer sie heißen Sans. So, da ist auch schon... Aber hier oben ist das geheime Lagerfeuer, das holen wir uns natürlich. Ja. Hier? Ah ja, genau, man musste... Das, ja, in Dark Souls 2 war es ja anders mit den geheimen Wänden. Hier musste man ja... Hier musste man ja A drücken und nicht dagegen schlagen. Wie viele geheime Wände habe ich deswegen jetzt schon verpasst? Frage ist, wogegen ist Mipha anfällig? Resistenzen. Resistent gegen... Okay, sie ist resistent gegen Magie und gegen Dings. Also es macht keinen Unterschied.
Kannst du bitte... Muss sie jetzt unbedingt meinen, auf irgendwelche Viecher am Boden gucken zu müssen? Sonst wäre es ja zu leicht. Ja, so leicht, wie ich es mir hier gerade mache, ne? So, dann nehmen wir halt noch ein paar Drogen. Poison Resist. Okay, ich glaube, sie machen wir auch nicht in naher Zukunft auf NG+. Das ist jetzt, das ist Kacke. Theoretisch können wir eigentlich fast schon zu Drang Lake Castle. Weil wir haben fast 1 Million Seelen. Dann brauchen wir die 4 großen Seelen gar nicht mehr.
Ja, den versuche ich eigentlich abzuschneiden, verdammt. Das Ding ist, wenn man so gegen sie kämpft, dann ist sie sogar eine Herausforderung. Ah, das war schon fast gut. Wir brauchen mehr Estus. Können wir das noch irgendwie upgraden? Things Betwixt, den bekämen wir. Gutter on the right side of the area, along a dirt path near Hyde Knight. Ich meine, mehr Giftresistenz wäre auch gut.
auf der rechten Seite auf einem Staubpfad. Also rechte Seite vom Eingang. Weil da sind wir. Ah, ich glaube hier, ja, ich sehe es. Da drüben. Da müssen wir rauf. Aber es gibt uns einen guten Anlass, nochmal zurückzugehen und halt gründlich die Bereiche nachzuschauen. Aber das hier ist es nicht. Versteckte Türen suchen, ja, das auch. Wenn ihr jetzt, wo ich mich erinnere, dass man in Dark Souls 2 die nicht mit einem Schlag geöffnet hat, sondern mit Interaktion. Ach, hier geht's ja auch noch, oder? Aber ich bin halt vorhin auch durch einige Gebiete einfach durchgerusht. Da oben? Ist es das? In der Kiste? Nein, auf dem Wiki steht nicht, von welcher Seite, also von welcher Richtung rechts. Deswegen würde ich ja vermuten, vom Eingang. Aber rechts ist nur dieser Staubpfad hier. Und wir müssen, ja, alles klar. Müssen wir einmal außen rum? Ich meine, ich weiß, wo ein Splitter auf jeden Fall ist, den wir jetzt auch holen können. Wir haben einige Branches of YOLO gefunden, die wir benutzen können. Und direkt in der Startbereich ist halt so ein Ding.
Also in dem Tempo bin ich mir gerade nicht mal mehr sicher, ob wir überhaupt noch Old Iron King heute schaffen. Komme ich überhaupt noch zurück? Na gut, den Sprung schaffen wir nicht, weil so hoch kommt sie nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, in der Nähe vom Skeleton Lords. Also, wenn ich das richtig sehe, gibt es drei, an die wir dran kämen. Damit kämen wir auf 10 Estus. Was nice ist. Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Schaffen wir den Sprung? Das Ding ist, ich glaube, wir können auch bei Mipha in der Ecke nicht nass werden.
Okay, nein, danke. Da waren wir aber auch schon. So, auf die Gefahren, dass wir da jetzt auf die Fresse kriegen. Auch nice, die verlinken hier ein Video, aber es ist nicht für Scholar of the First Sin, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, den haben wir. Ich glaube, den haben wir sogar auch schon bei den Skeleton Lords. Ja. Das ist nämlich bei der Tür. So, Zagata, was sagt das Video dazu? Ja. Soweit waren wir richtig. Okay, das ist natürlich ein 200 IQ Brain Move. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Die Frage ist, finde ich da jetzt auf die Schnelle hin? Ja. Und zwar können wir uns hier irgendwo, genau, hier können wir uns runterfallen lassen. Worauf man erstmal kommen muss, weil er ja es nicht gerade hell ist und mit den Kamerawinkeln und man weiß eh nie, welche von den Plattformen echt sind. So, das hier entzünden wir einmal. Hey Franz, ich hab dich gerade nicht reinkommen sehen. Das ist es nicht. Oder droppt der Ritter den? Was hast du denn für Probleme? Ich mach's mir hier gerade unnötig schwer. Das habe ich für ein Problem. Ja, aber wo soll denn jetzt hier der Shard sein? Ja, da war doch nur eine Rüstung drin. Nani?
Ah, ja, die Leiter. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Nice, das war's, was wir wollten. So, zurück zu Majula. Was kostet uns das nächste Level ab? Wir können es uns nicht leisten. Okay, dann. Wir brauchen auch die Life Gems. Nein, Things Betwixt. Hier. Fragrant Branch of YOLO. Haben wir danach immer noch drei. Das reicht dicke. Das war jetzt gerade teure Verschwendung. Reparaturpulver kriegen wir leider noch nicht auf erneuerbare Weise. Aber da ist der Splitter. So, gibt es noch etwas? Ja, das ist schon Drangdale Castle, aber vorhin in Brightstone Cove Zeldora gab es einen. Aber ich glaube, den haben wir sogar schon. Mit dem müssten wir 9 haben. Drangdale Castle, Shrine of Amana. Okay, die fehlen uns noch. Da können wir auch noch nicht hin. Forest of Fallen Giants, No Man's Wharf. Lost Bastille, welcher fehlt mir denn? Den haben wir, den haben wir, den haben wir.
bin mir gerade nicht sicher, ob uns der in der Ecke hier fehlt oder der von Brightstone Cove Zardora. Aber es muss einer der beiden sein, weil die anderen haben wir und die anderen zwei können wir nicht erreichen. Weil wir halt noch nicht so weit sind. Aber hier in der Höhle war eigentlich... Den hatten wir eigentlich, meine ich. Weil der halt auf dem Weg lag. Ja, den haben wir. Ja, aber wo ist denn jetzt der Eingang? Wieso, wo war das Lagerfeuer, verdammt? Lost Bastille, found nicht ins... Nee, warte. Lost Bastille. Down a narrow path, warte, habe ich den? Ich könnte mir glatt vorstellen, dass ich den verpasst habe. Aber ich glaube, der andere lag nämlich auf dem Weg. Also den kannst du praktisch nicht verpassen. So, tschüss Hundi. So, auf einem schmalen Pfad. Hier. Hier waren wir nicht. Dann haben wir alle Estus-Splitter, die wir haben können. Was wir auch noch upgraden können, ist unser Speer, wenn wir noch ein paar Drachenknochen finden. Aber dafür müsste ich halt jetzt gezielt nachgucken, wo es die gibt. So, Petrified Dragonbone.
Bastille Key, habe ich... Habe ich das gemacht? Also wenn wir 4 Knochen finden würden, könnten wir es auf +4 packen. Hier waren wir nicht drin. Boom. So, next. Iron Keep. Waren wir noch nicht? Shaded Woods. Nicht in Scott of the First Sin. In a Metal Chest passed to Elite Giants. Ich glaube, das haben wir. Okay, der Rest sind alles Gebiete, die danach kommen. Ich meine, wir können ein bisschen mit Dina und Tillo traden und hoffen, dass irgendwas dabei rumkommt, aber es ist halt auch eher mau. Ist das... Hier musste man, glaube ich, kann man glaube ich, direkt das Item, ne? Na. Dina und Tillo. Ich glaube, wir müssten ein paar Items haben, um mit denen zu traden. Und was anderes können wir damit auch nicht machen. Also verlieren tun wir damit nichts. Ja, wie kann man da oben noch mal rauf? Man musste erst hier rein, ins erste Tutorial, so rum.
Ja, erstmal die Leiter runtertreten, bitte. Stone, das ist nice. Bleedstone. Feinstone. Ja, gib mir doch mal nur wertlosen Shit hier. Drinking Titanite. Petrified Dragonbone. Ja, super. Aber es ist leider nur einer. Zwei bräuchten wir noch. Also ich glaube, das ist gerade keine Option. Ich meine, wir können den einen Speer jetzt noch verzaubern, aber das war's auch. Was wir auch probieren können, was ist der Stat-Unterschied gerade? 210 plus 65 plus potenzieller Magieschaden. Das hier ist 136 plus 59, also deutlich darunter. Der andere Speer könnte natürlich helfen. Aber dann sollten wir vielleicht noch warten mit dem Verzaubern. Mal kurz gucken. Leider keine Chance, dass wir hier nass werden. Sehe ich zumindest nicht. Da habe ich schon zwei Estus dadurch verballert. Oh, das haut rein. Ich glaube, wir haben den Schlüssel.
Au. Ja, komm, verrecke. So, ihr Schwanz ist ab. Ach, komm schon. Aber es ist machbar, das kriegen wir hin. Okay, ihr bleibt mal hängen, das ist okay. Ach, komm schon. Sie darf uns nicht zweimal hintereinander ungünstig erwischen. Das ist Kacke. Vor allem ist das halt auch mega teuer mit den Life-Gems. Also. Poison Resist. Kannst du bitte nicht? In Dark Souls 2 ist es so, dass Estus-Einsatz und Dodge-Iframes und so von dem Anpassungsstat abhängen.
Beziehungsweise von Beweglichkeit, was wiederum in erster Linie von Anpassung abhängt. Ach komm schon, jetzt habe ich extra die Items reingepackt und... Ich brauche irgendeinen Heal over Time oder irgendwas, was mir halt wirklich Resistenz gegen das Gift gibt, weil diese Common Fruit macht einfach gar nichts. Stone Ring, was haben wir hier noch? Ring of Blades. Theoretisch kann ich skinnen, dass... Ja. Das ist auch etwas, was nur Dark Souls 2 hat. Ah, das wird ein Spaß, das zu schneiden. Komm schon! Was habe ich mir da nur vorgenommen? Okay, weil langsam habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf die Typen hier. So, ich farm die jetzt gerade mal kurz ab.
Na komm. Wenn ich hier schon die abfarme, dann kommt ihr auch mit. Also mein Ziel ist gerade, dass die nicht mehr nachspawnen. So, jetzt ist es nur noch der eine. Komm schon. Ah. Ich weiß nicht, ob ich das hier wiederholen möchte. Also wenn wir die nochmal in NG Plus rausfordern, dann definitiv nicht mit Gift, oder? Oder? Beziehungsweise da brauchen wir auf jeden Fall höhere Giftresistenz. Wo wäre dann die Herausforderung? Im Boss, der doppelt Damage macht? Wobei, hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Lagerfeuerkürbisse. Mach's nochmal, hab's nicht gesehen. Dann guck dir den Wort an. Oder das Video, wenn's fertig ist. Ob ich das jetzt nochmal mache. Bear, see,
Okay, das gibt auch Poison Resistance, Adaptability. Ja, am Anfang gab es doch, glaube ich, irgendwie Lagerfeuerkürbisse, muss aber durchs Feuer laufen dafür, meine ich. Was du nicht überlebst, wenn du nicht nass bist. Panzer Sharon, ja, hier. Regt mal keinen Bock hier. Gab es hier nicht überall Wasser eigentlich? War das nicht mal so? Wurde eigentlich auf die Weise demonstriert, dass halt, wenn man nass ist, weniger Feuerschaden nimmt und sowas? Wir nehmen auch wirklich absurd viel Feuerschaden hier. Lass mich raten, der Bloodstain ist jetzt genau an dem Ort, wo er vorher war. Das ist jetzt... Ich meine, was wir halt noch machen können, ist The Rotten auf jeden Fall einmal legen. Auf NG+. Das müsste ja gehen. Theoretisch können wir auch Miffa auf NG+ schon mal setzen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass das ganze Gebiet dann so stark ist. Thank you.
So, nicht gierig werden. Okay, also das ist ein Instant-Kill. Ich war mal ganz gut da drin, den auszuweichen, aber... Oh je. Gut, ich bin es halt jetzt auch zu sehr gewohnt, einen extrem, dass ich einen extrem überpowerten Charakter habe und damit halt auch farmen kann. Was war das denn bitte? Ey, das war doch nie im Leben ein Treffer. Aua.
Jawohl. Ich wusste, ich hab's noch drauf. Oh, direkt 8 Level-Ups. Mehr Ausdauer, mehr Equip-Load. Mehr Beweglichkeit. Resistenzen gegen Damage over Time-Effekte gehen auch gut hoch damit. Die haut halt auch nochmal gut rein. Also am liebsten wäre ich jetzt an dem Punkt, dass ich offscreen weiter farmen könnte, aber da sind wir leider noch nicht. Ich danke auf jeden Fall fürs Dabeisein, weil es wird jetzt langsam auch für mich spät. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann durch das Old Iron Keep durchkämpfen. Bis dahin.